Das ist ja der Hammer. Willkommen im Schlafraum, Heiliger Dismas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Suchen wir das Grab. Hey Nathan, sieh mal. Bei dem sind zwei Entermesser. Keltische Kronen, Henry muss haben. Piraten sind gekreuzte Schwerter nach unten zeigen. Daten. Wie bei der Schriftrolle. 59. Okay. Nope. Lass mal sehen. Aber die Daten stimmen nicht. Gut. Eins hätten wir. Bleibt noch so viel zu tun. Okay, 59 bis 99. Okay, gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen dreien, dann haben wir es. Dann entweihen wir ein paar Gräber. Los. Nein, das ist nicht das Grab, das wir suchen. Bei dem fehlt das Piratensymbol. Wir sind ganz schön viele Piraten. Hey, sieh mal hier. Tempus edax rerum. Die gefräßige Zeit. Mann, echt gut drauf, die Leute hier. Da ist noch. Da könnte es sein. So, gucken wir uns das mal an. Keine Schwerter. Das ist es nicht. Jarvis. Oh, die Schwerter passen. Mal sehen. Nee, 62. Nee. Die Daten sind falsch. Das Datum ist korrekt, aber die Schwerter sind falsch. Verkehrt herum. Leider falsch. Ist auch falsch. Nein, keine gekreuzten Schwerter. Ist nicht unser Freund. Und da fehlt der Totenkopf. Kein Piratensymbol. Da hinten ist es. Ein schönes Keltenkreuz, aber nicht unser Grab. Ich glaube, das hier ist es. Ja, die Schwerter passen. Ja, das ist es. Das ja auch. Sam, komm her. Hast du's? Da, Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehört er nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Ja, der Schädel schaut nämlich nicht zur Seite. Was ist das? Wird man vermuten, ein Geheimgang. Bist du bereit? Ich bin schon lange bereit. Sieh mal an. Allzeit bereit, immer bereit. Sehen, was wir hier haben. Ich muss mal ganz kurz hier nebenbei. Achso. Das ist eine Gruft. Eine Gruft hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Lesen. Endlich erwundert das Erfalter unser Leid. Wochen nachdem wir erfahren hatten, dass die Krone plant, unsere Kathedrale zu zerstören und unsere Lande zurückzuholen, kam ein Fremder in unsere Mitte, während ich und meine Novize unser Morgengebet sprachen. Schreckend Anblick, Kieselfarben und eine dicht ungepflegte, bedruckte Kleidung, eine Schiffskappe saß, er brachte also wie einen großen Lederball. Wenn ein sich zu uns zu gesellen, nahm die anderen dankbar an. Während des Essens erzählte der Fremde eine traurige Geschichte über eine Seeschlacht und seinen Wunsch, seinen Kameraden am feierlichen Boden zu begraben. Er hat Verwandtschaft mit unserem dabei Bekannter, okay. Da erteilten wir unser eigenen Leid mit ihm. Die Lederei verwahrlost kein Geld von der Krone, die Katana bis auf uns zwei. Er nickte aber eine Menge Gold auf seiner Zeit, die wir noch nicht gesehen hatten. Der Fremde bot uns Gold im Austausch gegen unser Land und all die Bauten, die sich auf ihm befinden. Obwohl meine Überzeugung mit meinem Verlangen wurde, dass die Ablehnung töricht wäre. Mit dieser Menge konnten wir anderswo gewiss mehr Gutes tun an die verlassenen Küste. Mögen die Länder sein Vorhaben, guten Titel wie immer. Okay. Achso, da war noch was auf der Rückseite, oder? Umdrehen? Achso, das war's.
hat er dann noch ein Tagebuch, noch viertes Tagebuch für seinen Dachboden. Da sind sie ja alle. Ist das eine Tür? Sieht wie eine Tür aus. Ich weiß aber nicht, wie man sie öffnet. Was sind das für Sternsymbole? Ich glaube mal, dass wir irgendwas mit den Figuren da machen sollen. Jesus, diesmal zur Linken. Reumütiger Dieb. Gestas zur Rechten. Böser Dieb. Dismas, Gott, der. Cool. I just hang on. You guys have fun. Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Gut genug. Lampe. Hey, Smokey, ich brauch mal dein Feuerzeug. Hey, du verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Alter. Okay. Respekt. Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. Wir müssen das wahrscheinlich so, dass das genau auf die... Sieh doch mal, da ist etwas am Fuß der Statuen. Wollen wir doch mal sehen. Hey, na bitte. Damit kann ich's drehen. Du musst bestimmt Lichter zusammen auf einen Stern ausrichten. Ja. Okay, das könnte eine Weile dauern hier. Ich mache erstmal das hier drüben. Immer nur so Millimeter. Okay. Also. Was machen wir denn hier, einen Elefanten? Das sieht gut aus. Okay. Hey, geschafft! Du hast es! Okay, probieren wir es mal. Ja.
Sesam, öffne dich. Okay. Falscher Schatz. Das ist beeindruckend. Schöne Aussicht, aber kein Schatz. Nein, aber da wäre ja auch das Spiel vorbei. Da, siehst du die Kreuze? Ja. Hey, ist das eine Höhle da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Ich habe nichts zu trinken mehr hier. Es gibt hier aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Rafe. Mist. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Weiß nicht, ob ich das will. Oh, Schatz. Wir haben einen Schatz gefunden. Also heute werden definitiv keine 11 Folgen kommen wie gestern. Ich denke mal, dass ich heute nur 3 Folgen machen werde und dann mal schauen die nächsten Tage. Ist. Wir haben das Tor da oben geöffnet. Aber gut, da müssen wir durch. Okay, mir nach. Meinst du, wir haben Besuch? Scheiße. Habt unsere Ziele gefunden. Du musst da weg. Oh Gott. Ach, Mann. Könnte ja keiner anders da gleich 3 Leute runterjumpen. Es kommt hier keiner an. Ich bin direkt an ihm vorbeigelaufen. Ernsthaft. Hast du gefunden? Nee. Der hat mich nicht gesehen, der Depp. Moment. Da drüben. Ich glaube, da hat sich was bewegt. Vielleicht unser Häschen. Was war? Was auch immer es war, es ist weg. Ist es nicht? Was zum? Was war das? Was ist her? Alter, wie kann der... Wo kommen denn die Schüsse her? Na mal ernsthaft, wo kamen jetzt die Schüsse her? Ja, ich... Warum geht der nicht in Deckung? Ich hab einen Kreis gedrückt und er geht nicht in Deckung. Also irgendwas... Bin ich zu blöd für das Deckungssystem, oder? Hier.
Wie können die mich hier hinter der... Wie können die mich hinter der fucking Deckung treffen? Das ist so dumm gemacht teilweise, das Spiel. Kann mir das mal jemand erklären? Geh doch mal in Deckung, ich drück hier. Geh doch mal in Deckung. Der geht nicht in Deckung. Ich drücke wie verrückt. Der soll sich doch mit dem Rücken daran legen, dass ich dann jederzeit da raus kann. Macht er nicht. Er macht das einfach nicht. Ich kann Kreis drücken, wie ich will. Wir müssen tatsächlich da wieder durch. Wie gesagt, ich spiele es nicht auf leicht, das Spiel. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Da, schwierig. Oh, extrem schwierig geht auch. Nee, das lassen wir mal lieber. Schwierig reicht. Das habe ich mir nicht eingesetzt. Wir haben sie! Sind an uns dran! Wo kommt das her? Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich hab sie gefunden! Ja, wie kann der mich von da oben... Schön, wenn die alle zu mir kommen. Kann ich gut mitleben. Hier von da oben. Dass man von der Shotgun nur so wenig Munition mitnehmen kann. Bin noch hier. Au. Steckt in der Scheiße. Meinst du? So, wieder ein bisschen heilen. Halt, was bist du? Kein Problem. Ich hab erschrocken gehabt. Da habe ich mich aber gerade erschrocken gehabt. Auf die Entfernung. Hier ist keiner.
aus! Hab sie in der kam das her? Also irgendwie der Begleiter ist eigentlich so gut wie keine Hilfe bei der ganzen Geschichte hier. Jetzt! Also Sam ist überhaupt keine Hilfe. Hätte besser laufen können. Hey, wir leben noch. Das muss reichen. Öffnen wir einfach das Tor. Okay, bereit?